Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns, ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und heute haben wir von den Masters of the Universe Origins dabei Koldar, Heroic Warrior of Justice. Cooler Untertitel, finde ich, aber ein Charakter, der nicht jedem was sagt, denn Koldar ist nur ein einziges Mal aufgetreten in den 40 Jahren Masters of the Universe, nämlich im Filmation-Cartoon in Staffel 2 in der Folge Double Trouble. Ja, da war er ein Freund von He-Man, wird von Skeletor gefangen genommen. Skeletor erschafft ein böses Duplikat von Koldar, um an die Geheimnisse von Castle Grayskull ranzukommen. Koldar überlistet Skeletor aber, wodurch dieser auch noch ein gutes Duplikat schafft. Also haben wir insgesamt 3 Koldars in dieser Folge herumlaufen. Und ja, hätte man eigentlich genauso gut mit Faker machen können, ist aber auch nicht unbedingt die allerbeliebteste Folge, beziehungsweise nicht unbedingt die beste. Nichtsdestotrotz, Koldars Design geisterte immer wieder durch die Fanwelt. Da haben wir ihn als Mattel Creations Figur, tatsächlich die allererste Figurenumsetzung dieses Charakters, die es jemals gab. Und aufgrund der Obskurität hat es auch durchaus Sinn gemacht, den auf Mattel Creations anzubieten. Ja, und da haben wir ihn. Fangen wir erst einmal mit der üblichen Mailerbox an. Der braune Karton, beidseitig bedruckt, mit schönen Artworks von Axel Jimenez, die sich auch auf der Blisterkarte finden. Das Besondere hieran war, sie haben ab dieser Figur auch innen einen Einleger reingemacht aus Pappe, wodurch sich die Blisterkarte eben nicht so verbiegen kann. Ist eine schöne Sache. Trotzdem ist die Karte selber von Haus aus schon bei mir nicht ganz gerade gewesen. Ja gut, ist für mich jetzt nicht so tragisch dabei gewesen. Man merkt es eigentlich von vorne nicht wirklich. Ja, Koldar selber ganz normal verpackt und hinten ein eigenes Minicomic dabei. Kommen wir noch dazu, was mir richtig gut gefällt ist, abgesehen vom Untertitel, dieses Artwork hier. Das gefällt mir richtig gut, wie das gemacht wurde. Das sieht nämlich aus, als hätte das ein Action-Feature von Koldar sein können, dass, wenn er in den 80er Jahren erschienen wäre, die Figur eine Art Schlagarm gehabt hätte, wodurch sie ihre Waffe hätte schleudern können. Hätte mir gut gefallen und bringt den Charakter richtig cool in Szene, muss ich sagen. Ja, dann haben wir aber auch die Rückseite und wie es bei den Mattel Creations Basisfiguren immer der Fall ist, komplett rückseitig bedruckt mit einem Motiv. Mega geil. Für mich persönlich eines der besten Motive, das wir bisher überhaupt gesehen haben. Natürlich eine ganz extreme Frank Frazetta Anleihe, die hier zu sehen ist. Statt dem Death Dealer haben wir Koldar, der gegen die Snake Men kämpft. Hier natürlich sehr viele vermeintlich unbekannte Schlangenkämpfer dabei, aber ein paar Designs kennt man durchaus schon. Dieser hier zum Beispiel mit dem grünen Kopf, das ist ein Design, das hat der Axel Jimenez für die Moto Classics schon mal entworfen gehabt und ist ein Charakter, der nennt sich Reptilex. Der ist in den 80er Jahren im Minicomic King of the Snake Men aufgetreten, wurde hier eben ausgefeilt. Dann haben wir hier auch noch, das ist eindeutig Lady Slither, ein für die Classics auch neu geschaffener Charakter, haben wir auch leider nicht mehr als Figur bekommen. Die hätte austauschbare Beine gehabt und einen Schlangenunterleib. Wäre eine coole Sache gewesen. Ja, hier natürlich ein paar Teile. Cobra Khan Teile, Tanglesha Teile. Halt ziemlich coole Snake Men Designs meiner Meinung nach. Aber einfach mega geil, wie Koldar hier rüberkommt. Und da muss ich wirklich sagen, diese Verpackung lohnt sich absolut. Die ist richtig schön gemacht für diesen doch eher obskuren Charakter. Jo, jetzt sollten wir eigentlich auspacken, aber ich habe ihn schon ausgepackt. Ja, tatsächlich, ich bin so bekloppt gewesen. Ich habe mir 2 Exemplare gesichert. Der hier steht bei mir immer in der Vitrine und hier haben wir die ausgepackte Version für das Battlefield. Ja, und ich habe es schon gesagt, bei Koldar ist ein eigenes Minicomic dabei gewesen, Renegade Raid. Ja, das ist durchaus voluminös, wollte ich sagen. Eben, wie es oft bei diesen Mattel Creations Sachen ist, doppelt so umfangreich wie bei den normalen Basisfiguren, die im Einzelhandel sind. Ja, und ihr seht es hier, ein Aufeinandertreffen von Koldar und He-Man. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden. Jetzt muss ich nochmal schnell gucken. Ja, die Magistrate, die Trillianer, die sind dabei. Das ist zum Beispiel hier Magistrat Joe Shoes. Und das klingt etwas eigenartig, ist tatsächlich eine Referenz an eine real lebende Person, die sich Joe Shoes nennt. Der ist ein Wrestling-Fan, ist bei Mattels Designteam bekannt und ist hier eben eine Referenz. Ja, und dieser Magistrat ist halt ein Bösewicht. Und es wird eben das erste Aufeinandertreffen von He-Man und seinem späteren Kumpel Koldar berichtet. Ist eigentlich eine ganz coole Sache, wie das gemacht wurde. Die beiden kämpfen scheinbar zuerst gegeneinander, decken dann aber auf, dass hier auch ein Sklavenmarkt stattfindet und
am Ende wird das Ganze natürlich erledigt. Und ihr habt es vielleicht schon vorhin auf dem Cardback gesehen. Hier haben wir nochmal auf der Rückseite Coldas Pegasus-Pferd, ein mechanisches Pegasus. Kommt auch im Minicomic vor. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir das bei der Figur dabei gehabt hätten. Aber dann wäre das auch so teuer geworden, dass wahrscheinlich viele Leute direkt gesagt haben, naja, ich verzichte drauf. Die Figur selber. Zwei Zubehörteile, kommen wir gleich dazu. Erstmal Figur an und für sich. Ist relativ simpel gestaltet, insofern als dass relativ wenige Teile neu gemacht wurden. Die Rüstung ist neu und der Kopf mit Helm ist neu. Also der Helm ist nicht abnehmbar, aber das Gesicht ist so gemacht wie im Cartoon. Man sieht nämlich die Augen nicht, also ist hier alles schwarz gemacht. Ja, relativ ruhiger Ausdruck, aber durch den Bart sieht er schon ziemlich cool eigentlich aus. Die Farbgebung gefällt mir eigentlich auch ganz gut, mit einer gewissen Ausnahme, dazu komme ich gleich. Aber generell der übliche He-Man-Basiskörper mit Keldor-Schuhen und Stulpen. Also die sind auch recycelt worden. Man muss dazu sagen, er sieht nicht aus wie in der Serie selbst. Dort hat er eigene Armbänder gehabt, auch andere Stiefel, eine andere Hose. Da haben sie hier eindeutige Kompromisse gemacht. Passt aber trotzdem rein. Man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass die Figur so auch bei der Vintage Toyline hätte erschienen sein können. Deswegen ist es für mich jetzt grundlegend okay, was sie hier gemacht haben. Hier haben wir auch wieder eine Schlaufe für, oder ein Halfter, Holster, wie ihr es nennen wollt, fürs Schwert. Ist natürlich nach innen wieder offen. Das ist halt oft bei diesen Sachen so, weil es nicht extra dran geklebt wurde. Stört jetzt aber nicht, ist nicht so großflächig, wie es bei Triklops vorhanden war, meiner Meinung nach. Die Rüstung, Weichplastik, abnehmbar, alles mit Mix und Match möglich. Und die Arme und Beine sind soweit eigentlich ganz solide gearbeitet. Ich habe da jetzt nichts besonders Wackeliges gehabt, ist eigentlich alles soweit so gut machbar. Auch der Kopf hat eine ordentliche Beweglichkeit, kann ich nichts großartig gegen sagen. Was ich interessant finde, ist aber, dass ich gesehen habe bei den Armreifen, da war scheinbar Silber drauf lackiert und dann ist nochmal Gold drauf lackiert worden. Wie auch immer das vonstatten geht, vielleicht ist das was im Herstellungsprozess gewesen oder in der Fabrik haben sie irgendeinen Fehler gemacht und den nochmal zu korrigieren versucht. Egal. Was hier für mich ein bisschen störend ist, ist der Helm und die Rüstung und die Stulpen, die sind in einem anderen Farbton als die Armreifen und der Gürtel. Die Armreifen und der Gürtel, die haben richtig schönen Goldlack bekommen, so wie ich es gerne auch bei anderen Figuren wie Tila gehabt hätte. Aber das hier ist halt eben nicht bemalt worden und ist deswegen aus einer leicht glänzenden Gelbform gemacht worden. Also dieses Gelb, das sie dafür benutzt haben, der Kunststoff, der ist so ein bisschen minimal glitzernd, deswegen sieht es nicht zu sehr nach Spielzeuggelb aus. Aber ist nicht der gleiche Farbton. Der Vorteil ist dabei natürlich, dass man ein bisschen Variation hat. Die Figur sieht ja recht monochromatisch aus, aber dadurch, dass wir hier den Glanz haben und hier ein bisschen matter, sieht das natürlich nicht 1:1 aus, als wäre er einfach nur ein goldener Kerl. Ist für mich tatsächlich überraschend gut dabei geworden. Weniger gut ist sein Zubehör, das ich vorhin schon in der Hand hatte. Coda hat eine Doppelaxt und ein Langschwert dabei. Und ihr kennt diese Formen. Das Langschwert, das ist das von Triklops, das auch schon für Fisto benutzt wurde. Dieses Mal bekommen wir das in Grau, Silbergrau. Ja, ohne irgendeine Bemalung dazu und halt recycelt, also nicht so super spannend. Man kann es halt hier hinten ins Halfter hinein machen oder in den Holster. Die Schwertscheide, nennen wir es Schwertscheide. Ach, verdammt nochmal, diese Begrifflichkeiten immer. Also kann man hier reinmachen. Oder man kann es ihm natürlich auch in die Hand geben. Die Doppelaxt ist für mich sogar noch problematischer. Denn die haben wir bei Ramen bekommen. Die haben wir auch bei Grizzler schon zweimal bekommen. Also, wenn man komplett sammeln lässt, hat man diese Axt schon zum vierten Mal. Und vor allen Dingen immer, immer in exakt der gleichen Farbe. Komplett unverändert. Und das verstehe ich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, im Cartoon hat Coldor nicht unbedingt Waffen benutzt, aber er ist teilweise von Waffen umgeben gewesen, die man hätte übernehmen können. Oder auch, wie es hier halt eben war, diese Waffe ist natürlich hier aufgrund der Form gemacht, aber beim Minicomic trägt er eine andere, eine goldene Axt mit, ja, ich würde mal sagen, Holzgriff oder zumindest rötlich-braunen Griff. Hätte ich hier vom Minicomic viel besser gefunden, als das, was sie hier natürlich bei der Verpackung adaptiert haben, dieses Toy-Design. Das finde ich wirklich ein bisschen, nennen wir es einfach mal, faul von Mattel. Natürlich haben sie sich damit Geld gespart, aber
Also diese Waffe, hätten sie die nicht wenigstens noch ein bisschen bemalen können oder die generellen anderen Farbgebungen machen können? Zur Figur selber sieht es jetzt nicht grundverkehrt aus, aber es ist halt irgendwo langweilig, finde ich. Finde ich tatsächlich, da hätte man ein bisschen noch mehr machen können, nachdem ja auch bei der Figur nicht so viel Neues dran ist. Und das ist mein größter Kritikpunkt dabei. Ansonsten aber, das Minicomic gefällt mir tatsächlich außerordentlich gut. Ich kann diese Geschichte wirklich empfehlen. Schade, dass das Heft nur bei, hoppla, nur bei Calder selber dabei ist. Und die Figur selbst ist jetzt nicht unbedingt was Essentielles. Also wenn jetzt wirklich nur auf Figuren, die ihr von früher aus eurer Kindheit kennt, steht, dann wird das hier nichts für euch sein. Und Calder ist auch eine Figur, die so für sich allein steht, nicht so super spektakulär ist. Die kann sich eher als Ergänzung in eurer Sammlung gut machen. Und gerade original verpackt, finde ich, macht er schon noch mal ein bisschen mehr her. Deswegen würde ich sagen, OVP-Sammler machen hier grundlegend nichts verkehrt. Ist einfach geiles Artwork, was man vorne und hinten bekommt. Auspacker werden am Minicomic, zumindest hoffe ich es, Spaß haben. Ich hatte den Spaß. Und die Figur selber ist letzten Endes in der Masse von Figuren, die ihr habt, dann durchaus ein interessanter Nebencharakter. Ja, wie seht ihr das? Ist das für euch was, wo ihr gesagt habt, boah, da habe ich komplett drauf verzichtet, habe ich nicht gebraucht, oder seid ihr vielleicht wie ich auch positiv überrascht gewesen? Teilt es gerne in den Kommentaren mit und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.